Kommen wir jetzt zu Ausdrücken. Haben wir uns ja auch schon mit beschäftigt. Und jetzt wird das, was wir damals gelernt haben, verallgemeinert. Wir kennen jetzt ja weitere Typen. Was ist ein Ausdruck? Ein Ausdruck ist eine Verarbeitungsvorschrift, deren Ausführung einen Wert eines bestimmten Typs liefert. Und ein Ausdruck entsteht, indem Operanden mit Operatoren verknüpft werden. Dabei werden wir sehen, dass die Operanden typkonform sein müssen, sodass es nicht unsinnige Ausdrücke gibt, wie 3 plus irgendwie eine Zeichenkette. Obwohl, wenn man das geeignet definiert, vielleicht gibt es ja Sinn. Und wir werden sehen, wie entsprechend solche Operationen dann aussehen und was für Ergebnisse hier entsprechend geliefert werden. Was ist ein Ausdruck syntaktisch? Ein Ausdruck kann sein ein Literal. Damit haben wir uns ja gerade beschäftigt und wir haben gesehen, welche Werte Literale entsprechend liefern. Dann ein Variablenname. Wenn in einem Ausdruck ein Variablenname auftritt, dann wird an dieser Stelle geliefert der Wert, der aktuell in der Variablen gespeichert ist. Funktionsaufrufe können Ausdrücke sein, das haben wir bei den Boolschen Funktionen schon gesehen. Wenn ich eine Boolsche Funktion aufrufe, dann wird geliefert ein Boolscher Wert und der kann dann für einen Ausdruck in einem Ausdruck genutzt werden. Ich kann Ausdrücke klammern und es gibt verschiedene Operatoren, es gibt unäre Operatoren, die stehen in Java im Allgemeinen vor dem Ausdruck, auf den sie sich beziehen. Es gibt binäre Operatoren, die stehen im Allgemeinen zwischen den Ausdrücken, die sie verknüpfen. Und es gibt in Java auch noch einen ternären Operator, der hat 3 Operanden. Und dieser Operator besteht aus 2 Teilen, die zwischen den entsprechenden Ausdrücken platziert werden müssen. Auch den werden wir uns hinterher nochmal anschauen.